So, also nochmal die ganze Geschichte. An Tränken mangelte es uns. So, das kann weg. Das kann noch weg. Na ja. Oh, ich habe noch die Steine in der Hand. Das sollten wir mal ändern. So, Schleimbälle benutzen wir eh fast nie. Können jetzt mal ein paar Flaschen hier hin. Dann wollen wir haben. Die ersten zwei von denen schaffen wir auch so. Oder? Na komm, ein Geschwindigkeitstrank noch. Wie ging der nochmal? Den vergesse ich irgendwie quasi instant, sobald ich den einmal gemacht habe. Nee. Das ist alles Milkweed. Eine Nessel. Nessel? Klingt gut. War doch bestimmt ein Heilkraut dabei. Nee, war's nicht. Kein Heilkraut. Okay. Nessel ist Gegengift. Nessel und Abführmittel ist nix. Nessel und Heilkraut hatten wir schon. Nessel und Bluttropfen ist gar nix. Okay. Keine Nessel. Dann haben wir ja eigentlich alles. Ah. Also, versuch es dir zu merken, Gerugon. Ein Milkweed und ein Blood Drop Blossom ist ein Geschwindigkeitstrank. So, Heiltrank. Eins. Zwei. Da war unsere Kiste mit Zeug. Restlichen Kräuter können hier erstmal rein, damit wir Platz haben. Und zwei. Ja komm, zwei Heiltränke müssen reichen noch. Haben wir wenigstens ein Kraut auf Vorrat. Das ist nicht viel. So. Also zwei Geschwindigkeitstränke. Vier Heiltränke. Oh, haben wir noch irgendwo Eisbomben? Das wäre ganz schick. Nee, anscheinend nicht. Wie sieht es mit Ausrüstung aus? Können wir da noch irgendwas drehen, um es für uns besser zu machen? 15% schneller. Wir haben das Lurker-Set. Wir haben das Wailer-Schild an. Mehr Erfahrungspunkte können wir nicht gegen irgendwas Sinnvolles austauschen. Es gibt keinen Schutz gegen Ogre plus 50. Oder Troll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie genau die hießen. Schuriken? Nee. So. Also, nochmal das Ganze. Wir sollten vielleicht jetzt nochmal abspeichern. Oder können wir auch einfach gleich den Dingens da drücken. So, Autosave. Also hier war Treasury. Stimmt, die Tür wollten wir gar nicht aufmachen. Letztes Mal, was haben wir hier? Hier haben wir noch so ein Schlangenamulett und eine Blume. Hier haben wir eine Plattenhose. Da haben wir ein Buch. Das Buch war, glaube ich, ganz schick. Wir haben eh gerade abgespeichert. Buch of Infinite Wisdom. 5 Skillpunkte. Ja. Äxte haben wir schon voll. Wir wollten 4 Punkte auf Armor packen, damit wir mehr Lebenspunkte bekommen. 1, 2, 3, 4. So. Das nächste ist sinnlos und erst bei 19 Punkten würden wir mehr Leben bekommen. Es ist noch eine Ecke hin. Also könnten wir jetzt 3 Punkte hierauf packen. Haben wir schon mal 10 mehr Energie. Ist auch gut. So. 2 Punkte haben wir noch über. Wir könnten anfangen, Schwerter zu steigern, um die Stärke und die Lebenspunkte zu bekommen. Ah, es sind nur 5 Lebenspunkte. Nee, nee, nee. Sollten wir lieber hier weitermachen. Das geht nämlich noch richtig ab, wenn man weiter nach unten kommt. 25 Lebenspunkte mehr, nochmal 25 Lebenspunkte mehr. Rüstung bringt 25 mehr und ja, das ist schon ganz schick. Aber das dauert noch. Die Punkte können wir uns auch bewahren. So, Licht geht schon wieder aus. Klick, so. Das Inventar lassen wir mal offen. Gemacht von dem Toten. Ach ja, die Kette. Die Kette war vorne. Nein,
nicht in der Treasury. Die war hier in der Rumpelkammer. Doofes, geh weg, du. So. Ach ja, das Wailer-Set, da fehlt noch die Hose. Oder habe ich die oben irgendwo gelassen? So viele Kleinigkeiten, die ich immer übersehe. Aber das war ja nur für den Erfolg. Also, Kette rein da. Oh, das war nur den Orb, den wir gar nicht brauchen. Also ja, wir brauchen den Erfolg, aber... Also den Secret. Aber nicht den Orb selbst. So. Wo waren jetzt die doofen... Verschnörkelter Schlüssel? Habe ich den etwa liegen lassen? Das passiert, wenn man die Folgen nicht direkt hintereinander aufnimmt, sondern zwischendurch was anderes macht. Man hat keinen Plan mehr, was man vorher gemacht hat. So. Oder ist er wieder irgendwo im Inventar und ich sehe ihn nicht? Nein! Das war gerade ein Heiltrank, also. Da ist der Schnörkelschlüssel. Und ich wette, genau der Heiltrank ist es, der nachher das Verderben bringt. So, klick. So. Komm her, du doofer Trolloger. Genau du. Au. Au. Reflexe sind echt für... lauf, 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 lauf. Ja. Vielleicht ist Rückwärtslaufen nicht ganz so schnell. Also, wir haben ja Gott sei Dank den Quicksave vorgehabt. Dann machen wir jetzt hier schnell das Buch. Hier schnell das Buch. Da ist der goldene Schlüssel. Hier schnell das Buch. So, wird gleich benutzt. Punkte werden gleich taktisch verteilt. Ja. Dann kramen wir jetzt den Schlüssel raus. So. Und diesmal laufe ich nicht rückwärts weg. Obwohl das ja alles geplant war, weil ich eigentlich nur nicht den einen Heiltrank verbraten wollte. Mhm, ganz bestimmt. Ich laufe schon wieder rückwärts, ne? So, komm her. Zing. War jetzt bestimmt wieder die falsche Richtung. Ja, war es. Ach ja. Die sind echt übel. So, nächster Versuch. Vielleicht sollte ich auch nach dem Buch einsammeln mal ein Autosave machen, damit ich das nicht auch jedes Mal machen muss. Aber hoffen wir mal nicht. So, klick. So, taktisch verteilen. Kann ich das schon fast blind machen, so oft habe ich das geklickt. So. Schnellbeschlüssel raus. Feuerbomben. Die könnte ich ja auch schmeißen, während ich rückwärts von ihm weglaufe. Boah, das sieht bestimmt cool aus. Also ich werde bestimmt gleich wieder sterben, aber es sieht bestimmt cool aus. Achso, ja, ich sollte mal gucken, wohin ich eigentlich genau laufen muss. Also hier, boah, läuft hinter mir her. Hier laufe ich immer falsch. Hier laufe ich immer in die Ecke. Also wenn ich rauskomme, muss ich unbedingt links rum. Wenn ich geradeaus rauslaufe. Wenn ich rückwärts rauslaufe, muss ich rechts rum. Ah, es wird doch nie was. Also, komm schon. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Es kann ja echt nicht sein, dass wir es beim ersten so oft verrecken und vorher zwei von denen geschafft haben. Na, ja, klappt nicht ganz so gut. Das Licht geht aus. Sieht cool aus, ich hab's ja gesagt, aber wir werden trotzdem alle sterben. So, komm her.
Ja, hat doch gut geklappt. Aber diese wutbrüllende Fackel, die einem da im Dunkeln entgegenläuft, das sah echt cool aus. Also, nochmal das Ganze mit ein wenig mehr Licht. Klick, klick. So. Die restlichen drei Bomben verbraten wir auch noch. Oh Mann, oh Mann. So. Wo ist Nummer 2? Hallo? Oh, richtig schöne Cleaves kommen da. So. Das lief hier richtig gut. Ich muss noch nicht mal einen Geschwindigkeitstrank bisher einsetzen. Jetzt geht unsere Energie aber doch schon drastisch runter. Ich glaube, sogar beim Bombenwerfen brauchen wir auch welche. Wir könnten es einfach kurz warten. Das wäre wahrscheinlich auch das Sinnvollste. Oder? Ich denke dran, wirklich da lang zu laufen. Also Schild in die Hand. Bis dahin. Dann Geschwindigkeitstrank trinken und ihn möglichst lange aufhalten. Oh. Okay. Es waren nur 2? Oder gab es da irgendeinen Haken, dass auf dem Rückweg irgendwas noch passierte? Ein runder Schlüssel. Ja, ich will hier noch gar nicht weitermachen. Ich wollte eigentlich mal ganz kurz gucken, ob da oben noch irgendwas passierte. Nö. Das ist jetzt skurril. Na gut, also wir haben es jetzt geschafft. Also ich laufe nochmal ganz kurz hier die Außenwände lang, um nach Schaltern zu gucken. Aber danach können wir einfach in die nächste Etage. Na gut. Will ich nicht meckern. Tote Gegner sind gute Gegner. Du kommst auch nochmal weg. Lag hier noch irgendwas auf dem Boden bei dem? Nö. Kommst auch noch weg, auch wenn es nirgendwo Klick macht. Ganz schön viele Fackeln hier. So. Gleich müssten wir eigentlich wieder am Eingang sein. Autsch. Oh. Hier war der Haken, oder? Kriegen wir dich jetzt wieder auf? Da. Okay, jetzt können wir da wieder zurück und dahin. Was war eigentlich da? Ja, gemacht von den Toten. Das Ding haben wir auch nicht aufgehoben. Hier war die Schatzkammer. Wo ist das Knochending? Den Orb sollten wir auf jeden Fall nämlich noch holen. Wäre peinlich, das zu vergessen. So. Kating. Und weg damit. So, jetzt können wir hier runter und während wir Richtung Treppe gehen, gehe ich auf der anderen... Warum habe ich die Fackel da nicht rausgeholt? Während wir in Richtung Treppe gehen, gucken wir jetzt die andere Wand auch nochmal ab. Das war die für... Genau. Der Schalter war für die Wand, die da gleich zugehen wird, wahrscheinlich. Wenn wir irgendwo auf eine unsichtbare Druckplatte treten. Weil es wäre hier echt perfekt, hier irgendwo einen Schalter zu verstecken. Denn nur die wenigsten machen sich die Mühe, hier wirklich alles abzugucken. Also ich würde das so machen, wenn das mein Dungeon wäre. An den unangenehmsten Stellen genau da die Schalter hinmachen. Also für irgendwelche Secrets, die nicht wirklich notwendig sind. Aber halt schön zu haben. Das heißt, wenn man sich schon die Mühe macht bei solchen Sachen, dass man dann auch irgendwie belohnt wird. So, wir sind jetzt auf Ebene 10. Goromorg Tempel 2. Ich habe das Gefühl, ich sollte abspeichern. Und das am besten mit geschlossener Tür. So. LP 048. Und wir sehen uns gleich wieder.